Mich fasziniert Tolkien im Allgemeinen, dass er oder seine Werke heute aktueller denn je sind. Ich meine, Tolkiens Werke sind ja schon vor vielen, vielen Jahren rausgekommen und werden heute noch gelesen, und zwar weltweit und unabhängig von Gesellschaftsschichten und unabhängig von Generationen. Also junge Leute lesen Tolkien, alte Leute lesen Tolkien. Und es ist einfach zeitlos, weil ich denke, dass die Problematik, also der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, dass der einfach zeitlos ist, und deshalb sind auch Tolkiens Werke immer zeitlos. Aber was mich jetzt speziell fasziniert, ist die unglaubliche Tiefe, die in diesen Geschichten steckt. Also man liest es und irgendwie kommt einem immer irgendwas bekannt vor, als wäre das so ein Grundstein europäischer Kultur. Wenn man sich dann mehr Gedanken darüber macht und dann Stück für Stück entdeckt, wie viel Energie Tolkien da reingesteckt hat, in die ganzen Zusammenhänge, schon allein mit den Namen und den Sprachen und den ganzen Geschichten. Das ist für mich so das Faszinierende daran, weil es scheint also wirklich unergründlich zu sein. Ja, gibt es halt Experten, die sich da ihr Leben lang mit beschäftigen und ja, als Lebensaufgabe sozusagen. Ich denke, das, was anders ist an Tolkiens Werken, ist einfach, man spürt als Leser, dass Tolkien wirklich an seine Welt, also an Mittelerde, geglaubt hat. Also er macht den Lesern nichts vor, sondern er hat wirklich authentisch an diese Welt geglaubt. Und das spürt man als Leser. Jeder andere oder viele andere Fantasy-Autoren, die schreiben zwar, aber man spürt irgendwie, naja, es ist eine tolle Geschichte und die ist auch spannend, aber so richtig glauben sie nicht daran. Und ich glaube, oder habe das Gefühl als Leserin bei Tolkien, Professor Tolkien hat wirklich daran geglaubt, an diese Welt, die er erschaffen hat. Also die gibt's, Mittelerde gibt's einfach. Mittelerde ist überall dort, wo es Menschen gibt, die Fantasie in sich zulassen. Da ist Mittelerde. Ich glaube, Tolkien hat sich nicht an realen Personen real sichtbaren Personen orientiert, aber er hat sich an den Wesenszügen von real existierenden Personen orientiert. Wenn man sich mal genauer umschaut, man muss einfach nur mal links und rechts und oben und unten schauen, es gibt überall elbische Wesen, es gibt überall Hobbits, es gibt überall Könige, es gibt überall Menschen. Also Tolkiens Charaktere oder Tolkiens Wesen, die gibt es, weil nämlich jeder Mensch eine Tendenz zu einer dieser Gruppenzugehörigkeit hat. Ich denke, Tolkien hat zum Beispiel seine Hobbits, da wurde er inspiriert, einfach die Menschen seines Landes. England, Landleute, Bauern, englische Bauern, das Bodenständige, das Ehrliche, das Erdige vielleicht. Also das sind die Hobbits, man muss sie sich nur anschauen. Und die findet man auch in Berlin und die findet man in Hamburg und die findet man in Dresden und in Leipzig und überall auf der Welt. Also ich denke, er hat die Wesenszüge der Menschen, hat er in seine Figuren projiziert. Und deshalb gibt es überall Elben und überall Hobbits und überall sicher auch Orks.